erwischen konnte. Mit einem guten Schuss vom Flakturm zu seinem Kommandoturm. Aber die Russen hatten sich genähert. Sie schnitten mich von meinem Aussichtspunkt ab. Ich musste die Frontlinie überqueren, an den angreifenden Roten vorbei und eine der am besten verteidigten Festungen in Berlin infiltrieren. Dafür trainiere ich. Nur ich, mein Gewehr und ein Ziel. Und mein Ziel ist es natürlich, euch zu unterhalten. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play von Sniper Elite Version 2. Und wieder haben wir die... Oh. Ah, die richtige Waffe haben wir auch sofort. Okay. Wir müssen dann mal hier so, ne? Oh, da sitzt ja noch einer. Hey. Нам разрешат оставить себе вещи, которые мы найдем? Нет, их реквизирует командование. Черт, но ты же не скажешь им, если я что-нибудь незаметно положу в карман. Садя! Окей. А, wo kam das her? Обнаружен! Nein, du weißt es nicht. Окей. Okay. Wir suchen mal eben mal die Leichen, um mal zu gucken. Ach, volle Munition. Das ist der Nachteil, wenn man eine Mission sofort anfängt. Man findet nichts Neues. Ui. Ui. Draußen muss es aber ganz schön regnen. Okay. Was ist das? Die Wehrmacht. Beschützen. Nee, Beschützer des Vaterlands. Und das? Flakwaffe. Was steht da? Schütze dein Reich. Den die Mörder. Ach, was? Warte mal. Schütze dein Reich gegen die Mörder vom Himmel? Aha. Ach so, ja klar. Ha, Flak. Okay. WTF, was geht jetzt ab? Muss ich mal kurz hier durchgucken. Da drüben! Hä? Kann es sein, dass die... Ah, die Deutschen und die... Was geht mit denen ab? Er ist hier irgendwo. Ich werde dich finden. Hä? Jetzt spinnt der NPC total. Oh Gott. Aber ich höre die ganze Zeit welche sterben. Nein, sie haben mich gesehen. Nein, Leute, ich bin überhaupt nicht da. Da. Deutsche Gewehr. Habe ich gehört. Haben wir hier. Wusste ich gar nicht, aber hat er ja auch gesagt. Also, ich finde das scheiße. Nur mal so. Um mal so ein klares Bild darüber zu machen. Volltreffer. Verdammt. Nein! Ich brauche deine. Gewissermaßen, ich wurde gesehen. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wo bist du? Zeig dich, denn der Eiermann wartet auf dich. Scheiße! Ich weiß echt nicht, wo die Eier von den Charakteren hier liegen. Das ist echt... Ne? Oh, das scheint eine Mühle zu sein. Und Mehl explodiert gerne. Okay, hier ist nichts. Alles sauber. Weiter vorrücken. Müssen wir schon wieder nach unten? Nein, wir müssen nach unten. Ja, wir müssen nach unten. Oh, man. Вольно. Вольно. У нас потери. Wie locker die das sagen? Mann, getroffen. Ach, nee, wirklich? Wo kommt das her überhaupt? Naja. Oh, was haben wir hier wieder für Plakate? Volks? Ach so, Volkssturm, ja. WTF.
Die Roten kommen. Oh, hi. Habe ich mich jetzt aber doch einigermaßen erschrocken? Aber das ist mir egal. Du! Du! Nein! Nein! Nein, wo bin ich? Da. Niemand wird mich finden, ist das klar. Außer du vielleicht. Oh, von dort. Ei! Wer schießt mich da ab? Du! Oh oh. Naja, war nur das Knie. Wäre schon irgendwie witzig gewesen. Halala. Ach, da lag Muni. Mein Gott. Jetzt findet man nicht mal diese Munitionskisten. Jetzt findet man nur noch so ein, zwei Munitionsstückchen. Scheiße. Ist der tot? Wie hängt der denn da? Das ist doch nicht normal. Hallo. Eindeutig nicht normal, wie er dort hängt. Okay, das ist schon eher normal. Diese Mühle war eindeutig jetzt unbewohnt. Ich glaube, ich hatte mich dann ein zweites Mal geirrt. Oder sogar ein drittes Mal. Ich weiß es nicht. Die Russen wüten ja hier ganz schön rum, ich muss schon sagen. Und ich muss genau in dem Gefecht sein. Aber. Super! Ich bin nicht da, Alter. Ich bin kein Deutscher. Ich bin ein Amerikaner, der euch allen in den Arsch tritt. Los, zeigt euch. Da. Mein Gott, sind das viele. Halt! Nein. Halt! Nein. Halt! Ich hab gesagt, halt! Halt! Mann! Ich glaube, den anderen habe ich in den Arsch geschossen. Und ich habe das nicht mal bekommen mit zwei von, für einen. Oh. Ach, jetzt sind auch noch deutsche Soldaten da. Oh, 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 oh. Das wird, glaube ich, ein Volltreffer. Yay! Was willst du, Fliege? Willst du einen Schlag ins Gesicht? Dann komm. Komm und kämpfe gegen mich. Hua! Verdammt. Dich treffe ich trotzdem so, wie du da unten dich verkriechst. Aber ich habe was viel Wichtigeres im Blickfeld. Scheiße, du. Das war eindeutig getroffen. Eindeutig. Mann, warum zählt das nicht? Diese Szenen sind viel zu brutal für das Spiel. Hör doch mal auf, den in die Eier zu schießen. Niemals! Das ist die wichtigste Stelle für einen Mann. Und es ist die schäbigste Stelle, um überhaupt getroffen zu werden. Die muss ausgenutzt werden. Moment. Kommen jetzt hier etwa noch mehr? Boah, wie stylisch. Boah, wir sind eine Krabbe. Guckt euch das mal an. da müssen wir lang. Dann gehen wir auch da lang. Hallo? Jemand hier. Au. Oh, eine richtige Munition. Oh. Wollte gerade sagen, eine richtige Munitionskiste oder so ein Scheiß. Weiß nach unten oder nach oben? Oh, jetzt fängt das an hier wieder mit den Geräuschen. Müssen wir hier lang? Ei. Hier war nur eine Explosion. Kein Scharfschütze. Oh. Mann gefallen. Sucht weiter. Okay, ob das noch zählt. Das Gebiet ist sicher.
keine Hilfe. Wer war das? Haltet die Augen auf. Wo ist er? Gut. Ein schöner Treffer. Ha, ihr habt nicht gesehen, woher das kam. Nein! Du, willst du wenigstens hier mal einen ordentlichen Tod erleben? Mein Gott, ey! Nein, du kommst hier nicht rein! Verdammt! Jetzt kommen die auch noch hier rein. Nein! Au! Ist auch nicht besser! Mann! Nur weil ich den einen eigentlich nur die Eier wegschießen wollte. Ich weiß, es ist unehrenhaft, aber das ist mir doch scheißegal. Ich bin Sniper. Besetzen Sniper eine Ehre? Nein, denn sie sind Camper. Mein Gott. So, ab hier können wir, glaube ich, aus der Deckung gehen, ne? Dein Kopf. Nicht mehr deine Eier. Ei. Oh, du Flieger, jetzt geh mir aus dem Weg. Ich glaube, ich wurde schon wieder entdeckt. Oh, das war der Unterkiefer und das Auge. Na, hast du mich noch nicht entdeckt? Das erledigt sich, ja. Keine Gefahr. Keine Gefahr, sind nur drei Tote, Deutsche. Komm, mach dich. Sehr gut. Was anderes wollte ich nicht. Jawohl.